kurz auch eine eingeschlagen und übergeflogen. Scheiße. Ja, das ist ja Höchststrafe, ne? Hier mache ich gerne Bilder. Hier stehe ich dann. Das ist auch cool, ja. Hast du so die Schranke? Ja. Das ist schön. Aber es ist nicht einfach, dahin zu kommen. Sieht man nicht oft mehr, oder? Nee, das stimmt. Das waren doch auch tolle Streckenautos. Ja. Leider, der Yannick, der hat sich ja so dieser schwarze, böse Scirocco mit großem Flügelwerk. Okay. Ja, der hat sich einen wirklich schönen Scirocco aufgebaut. Ich weiß nicht mehr, wann haben die aufgehört, mit den Sciroccos zu bauen? Das weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist bereits jetzt ein bisschen her, oder? Ja, ja. Das geht alles schnell. Letztes Track Day war eine Mercedes AMG GTR hier gekommen und genau auf der Curve, der hat nicht der Curve getroffen, aber in dieser Kurve hat er die Kontrolle verloren und der war ganz quer und der hat ihn aufgefangen, aber ich sagte mir, niemals bekommt er jetzt noch die Geschwindigkeit runter, ja. Weil du kannst hier, wenn du hier verlierst und du fangst ihn wieder, sehr oft, wenn du nicht da triffst, gehst du da ganz schnell in die Leitplanke. Ne? Ja. Aber der hat irgendwo noch geschafft zu bremsen und zu drehen. Aber das war beängstigend. Okay, weil der war wirklich ganz schnell. Das war nicht aufgrund von der falschen Linie, das war aufgrund von der Geschwindigkeit. Hat der so. Ja, wenn du den Curve nimmst, bist du immer ein bisschen besser. Aber das, ja, das war schnell und eng. Der hat bestimmt neue Unterhosen gebraucht. Oh. Reicht aber auch wirklich mit gelben Flaggen, echt? Ja, der hat seine Arbeit. Der fährt einfach von Arnberg nach Metzgestein. Ja, reingefahren und er hat nicht Bescheid gesagt, ne? Thank you.
sowieso eher der Körper. Aber ich glaube, wenn du das machst und du machst das richtig, viel Körper, aber so, dass das Innenrad unbelastet ist, dann macht das nicht viel aus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber du hast die Erfahrung mit deinem Auto, klar. Diese Derezza-Reifen, die ich fahre, die sind sehr empfindlich, ne? Ja. Und da kann es schon mal sein, du fährst nur ein bisschen falsch auf den Körper drauf, du hast den Reifen kaputt. Wirklich? Das, oh, okay. Das spare ich mir natürlich noch. Ja, ja. So Rattersteine nehme ich schon mal, ne, wenn ich sie brauche. Aber die Körbs lassen wir lieber. Diese Woche und ich war dafür Fotos zu verkaufen.